möglichst lange ein 0:0 halten und dann schauen wir mal. So oder so ähnlich dürfte Carsten Wettberg seine Jungs geimpft haben. Pforzheim kommt über rechts. Walter Heiner mit einem Zuckerer, einem Reflex aus dem Unterschenkel und schon liegt der Pforzheimer im 16er. Umstritten schon, aber die Entscheidung des Schiedsrichters, Elfmeter. Firmann läuft an und schade. Das 1:0, das Ende, bricht jetzt die Mannschaft auseinander. Freistoß, Kopfball Gröber, Abstauber Zeiler. Hey, Super Löwen! Ab sofort gibt es kein Halten mehr. Kommt her, Eichbackmer. Was wollt ihr nach oben? Lachhaft. In die zweite Liga, da gehören nur wir. Ecke, Kopfball, nochmal Kopfball. Das 2:1 für 1860. Bernhard Schmid, der Weihnachtsmann. Die zweite Hälfte, der Löwe demonstriert dem FC, wer Herr im Hause ist. Die Entscheidung, das 1:3, die 69. Minute. Peter Zeiler und Carsten Wettberg. Das Endergebnis, das 1:4. Wunder, Wunder gibt es immer wieder und dieses 1:4 wird wohl als das Wunder aus dem Burzinger Tal in die Bücher eingehen.